Ja, danke Jan. Herzlich willkommen zum sportlichen Wettkampf des Jahrtausends. Mein Name ist Jan Böhmermann. Mein Name ist Laura von Tocher. Und das sind die Neo Warriors, Regionalmeisterschaften Bremen. Ich trete an für Fegesack. Ich für Oberneuland. Wer gewinnt, wird sich herausstellen. Hier, und unser Schiedsrichter, meine Damen und Herren, Helmut Schön. Guten Abend. Uha, Jan, geiles Auto. Seid ihr bereit? Alles klar. Dann kommt mal mit. Let's go. Dieses Spiel heißt Survival Jump. Und wie das genau funktioniert, das erklärt euch jetzt der Fabian. Der weiß ja genau Bescheid. Das ist der Operator von diesem Gerät. Genau, also wir haben ein paar wichtige Regeln beim Survival Jump. Ihr müsst einfach versuchen, über den flachen Arm drüber zu springen und euch unter dem hohen Arm drunter her zu ducken. Das ist die wichtigste Aufgabe. Wer das Podest verlässt oder herunterfällt, der hat verloren nachher. Ja? Der Todesrotor ist bereit, Fabian auch. Es kann losgehen. 2 Minuten und ich will mal sagen, auch jetzt. Das Spiel hat Jan Böhmermann souverän gewonnen. Was war los? Ich habe den Absprungpunkt leider nicht richtig erwischt. Ich habe da kein gutes Gefühl reinbekommen. Ich habe den Absprungpunkt richtig erwischt. Das war wirklich schön. Das war auch schön anzusehen. Ne? Ja, Dankeschön, ich weiß. Ihr beiden müsst versuchen, möglichst ästhetisch anspruchsvoll hier auf dieses Trampolin zu springen und dann in einem schönen Flug, mit einer schönen Flugbewegung im weichen Kissen zu landen. Ne? Ich werde jeweils die einzelnen Sprünge bewerten, objektiv und neutral, wie ihr es von mir kennt. Wow. Mit einem schönen Salto abgeschlossen. 8. 1 und. Ja, aber nicht schlecht. Ja, fast perfekt. Eine 9. Stehend, stehend. Stehend. Stehend gelandet. Wegen des Einfallsreichtums, weil da war viel dabei. Da war vieles Neues dabei, was wir so im Trampolinsport noch nicht gesehen haben. Das war schön. Und es geht los. Jetzt kommt ein Salto vom Allan-Stern. Toll. Einfach nur schön. Herzlichen Glückwunsch, das Spiel danke, hast du gewonnen. Ja. Beim Free Jump Stillleben geht es um Folgendes. Ihr seht hier diese Gegenstände, die hier auf dem Tisch sind. Ihr habt jetzt die Aufgabe, innerhalb von einer Minute auf dem Trampolin hier zu free jumpen und während dieser einen Minute dieses Bild hier nachzumalen. Ne? Und auf dem Spielfeld. Der Block hält mich. Schön an die Proportionen denken. Den goldenen Schnitt nicht vergessen. Und so, Zeit ist vorbei, da wollen wir mal schauen. Ja, sehr schön. Also ich würde mal sagen, Jan, da ist noch ein bisschen Luft nach oben. Man aber durchaus alles. Apfel, Traube, ja. Ananas. Was Schale, soll das sein? Schale, das ist der Totenkopf. Das sieht aus ja. Wie eine verkrümmelte Nuss. Ich gebe dir mal eine 8. Okay. Bei dir natürlich finde ich sehr schön, dass du beim Totenkopf vor allem auch noch die Zähne mitgemalt hast. Das ist mir eine 9 wert. Vielen Dank, ja. Ja Winner! Weil ihr keine Ahnung von Kunst habt, das ist das Problem. Das nächste Spiel nennt sich Basketball. Da geht es darum, dass ihr über dieses Trampolin hier springt und versucht, den Basketball in den Korb zu werfen. Sehr, sehr bedächtig hoch und... Ja! Ja, ja, ja. Ja. Dann leider Gottes nichts, nein. Ja. Mann, leider Gottes verloren. Ja, dabei seines Arztes. Sieht ein bisschen unfair alles aus. Kurze Pause zwischendurch, das ist wichtig. Ihr beiden, steigt euch erstmal. Kleines Zwischenfazit, wie fühlst du dich? Ich fühle mich gut, ich brauche eine kleine Stärkung. Und es geht nichts über eine Benjamin Blümchen Erdbeersahne-Topsalat, Erdbeersahnetorte. Laura, wirst du es schaffen? Ich denke ja.
Ich habe ein gutes Gefühl, hatte einen kleinen Durchhänger zwischendurch, aber jetzt komme ich nochmal richtig. Ich weiß, wann es zählt. Ich bin bereit, jetzt noch ein schönes Stück Törtchen. Darf ich dir ein Stück, eine Spezi mischen? Eine Spezi, ja. Schöne Spezi. Also 5 Minuten Pause, dann sehen wir uns gleich, ja? Schön ruhig. Hier ist jetzt natürlich Körperbeherrschung gefragt. Und jetzt hier der Übergang. Hat sie geschafft. Ja, sehr gut. Vorsicht. Oh, oh, oh. Gerade noch mal gut gegangen. Ja? Jetzt nicht huddeln. Genau. Ja, und gleich hat sie es geschafft. Wasser nicht vergessen. Okay. 1:41. Oh, 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 der ist schnell. Aber natürlich kommen noch die wirklich schwierigen Passagen, wenn man versucht, gleich mehrere Ringe zu überspringen. Elfengleich behende, wie eine Gämse, bewegt er sich vorwärts. Er entwickelt gerade so einen rapschen Ehrgeiz. Das ist sehr, sehr gut von der Zeit her. Und er hat es geschafft. 40 Sekunden, 3/10. 1 Minute fast schneller als die Laura. So, jetzt gilt's, das finale Spiel Bremen Gladiators. Beide Spieler stehen auf einem blauen Balken und müssen versuchen, sich von diesem Balken herunterzuschubsen. Okay, und bitte. Das ist wirklich extrem unsportlich. Das war nicht mit Absicht. Ich fordere gelbe Karte für dich. Entschuldigung. Einmal und du bist disqualifiziert, ne, Freundchen. Schon wieder schmiert Laura ab. Das heißt, dieses Spiel hat Jan gewonnen. Easy. Yes. Das ist schon eine stramme Leistung. Kann man nur gratulieren. Das hat einfach an meinem Ehrgeiz gelegen, der war einfach deutlich stärker. Auf jeden Fall Ninja Warrior, ich komme. Das ist Pilleballe für mich. Ninjan. Mit diesen Worten gehen wir jetzt zurück ins Studio und sind gespannt auf die feierliche Preisverleihung im Studio. Das wird ein Fest. Zurück ins Studio. Fliegesack!